Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der mächtige Herrscher, er, der war, der ist und der kommt. Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm.
Glücklich zu nennen ist, wer seine Stärken in dir gefunden hat. Alle die, deren Herz erfüllt ist und von dem Wunsch, zu deinem Heiligtum zu pilgern. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als 1000 andere sonst. Ich will lieber an der Schwelle stehen, im Haus meines Gottes, als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht. Denn Gott, der Herr, ist unsere Sonne. Er beschützt uns wie ein Schild. Ihr dürft euch setzen. Oh, vielen Dank für diesen wunderbaren Lobpreis, für die Lieder, die Auswahl, für die Texte dazwischen. Jedes hat so viel Tiefe und Potenzial, dass darüber nachgedacht wird, dass es auf einem ruhen darf, dass man sinnen darf darüber. Ja, Christian, das hättest du auch vorbereiten können. Ja. Kindersegnung. Was für eine schöne Geschichte, die du vorgelesen hast aus dem Lukas-Evangelium. Und ich lese jetzt nochmal aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, einfach damit wir sie noch einmal im Ohr vor uns haben. Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht, er sollte sie segnen, aber die Jünger wiesen sie harsch ab. Als Jesus das sah, oh, da war er ungehalten. Lasst die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern, hindert sie nicht daran. Es ist mehr als eine Tradition, den Wunsch zu haben, sein Kind segnen zu lassen. Es ist mehr als nur, das machen wir so. Und weil wir es so machen, sind wir jetzt auch dann als frische Eltern und lassen unser Kind segnen.
Genauso wie mit der Taufe. Diese Dinge können in Tradition fallen, aber sie haben selbst in sich so eine lebendige Wahrheit und Wahrhaftigkeit in sich. Diese Eltern, die heute hier waren, die sind nach vorne gekommen, weil sie empfangen wollen. Weil wahrhaftig wir bitten und empfangen etwas aus dem Himmel, das Platz findet in unserem Zuhause, das Platz findet in unserem Herzen, das auf unseren Kindern ruht. Denkt mal vielleicht drüber nach, das nächste Mal, wenn ihr für euer Essen betet und ihr um das Essen bittet, dass es gesegnet wird, dass es nicht nur eben nur so gesagt ist, weil wir so beten, sondern dass wahrhaftig in dem Moment dieses Essen vor dir gesegnet wird. Es macht etwas. Es verändert sich etwas, weil Jesus, weil Gott selbst seinen Segen darüber ausschöpft. Darin, in dieser Wahrheit zu leben. Und ich finde es so schön, dass ihr kommt und dass ihr diesen Segen empfangt und dass ihr mit diesem Segen nach Hause geht heute. Damals, hier der Kontext zu der Geschichte, war das auch sehr üblich. Und der Wunsch der Eltern war genauso groß, das Kostbarste, was ihnen anvertraut wird, segnen zu lassen. Und so kommen sie zu diesem Rabbi, weil sie eben Rabbis immer aufgesucht haben, damit ihre Kinder gesegnet werden, weil Rabbis eben Gesandte Gottes sind, Menschen, die mit Gott in einer tiefen Verbindung sind, zu sagen, leg deine Hand auf unser Kind und segne es, dass Gott es segnet. Und so kamen sie. Und dann die Reaktion der Jünger, sie harsch abzuweisen, weil damals, und die meisten von euch wissen das auch schon, wie damals der Umgang mit Kindern gewesen ist. Kinder hatten nicht so diesen Stellenwert, nicht diesen Fokus, den wir ihnen heute geben. Kinder waren so, ja, werdet erstmal erwachsen und dann nehmen wir euch ernst. Und sie weisen die Kinder harsch ab, weil sie sich aber auch sagen, Moment mal, hier passiert gerade etwas viel Wichtigeres. Jesus predigt, Jesus erzählt vom Wort Gottes, vom Reich Gottes. Hier wird theologisiert. Hier geht es um Erwachsenendinge. Hier geht es darum, noch mehr von Gott zu erfahren, noch mehr über Gott zu sinnen. Und die Juden waren Weltmeister darin, über Gott nachzudenken und nachzusinnen und zu exerzieren, was die Gebote bedeuten und zu graben und zu theologisieren und im schlimmsten Fall auch noch zu philosophieren darüber und sich völlig hinein zu manövrieren in die Tiefen dessen, was das Wort Gottes mit sich bringt. Ist das falsch? Nein. Ist das alles? Auch nicht. Und in diesen Kontext hinein stehen diese Eltern da und bitten, nach vorne zu kommen und drängen sich vor und die Jünger sagen, halt, stopp, bis hierher und nicht weiter, weil das ist jetzt gerade viel wichtiger. Ein anderer Grund ist aber auch der, dass Jesus schon auf dem Weg nach Jerusalem gewesen ist. Das heißt, er ging und war bereit, den Weg anzutreten hin nach Jerusalem, dort, wo Leid auf ihn wartet, da, wo er leiden wird für die Menschen. Und man weiß aus den Texten heraus, dass natürlich eine gewisse Anspannung sich bei Jesus auch breit machte auf dem Weg nach Jerusalem. Und so sind sie nun eben schon auf dem Weg und die Jünger sehen, wie angespannt er ist und sie versuchen, ihn auch abzuschirmen, zu sagen, jetzt nicht. Hier ist was viel Wichtigeres. Jesus ist in einem anderen Modus. Und er sieht, wie harsch sie abgewiesen werden und dann wird er selbst sehr ungehalten und sagt, nein, 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 nein. Hier schaffen wir Raum. Neben all dem, was gerade hier passiert, schaffe ich Raum für etwas, was Raum bekommen soll und was sehr wesentlich ist. Lass die Kinder zu mir kommen. Und ein Aspekt, den ich so schön finde, ist zu sehen, welche tiefe Liebe Jesus für diese Kinder hat. Und wie die Kinder zu ihm rennen, zeigt uns auch, und wie die Kinder auch Platz nehmen auf seinen Schoß, in seinen Arm und er die Hände auflegt, zeigt auch, dass an Jesus irgendwas dran sein musste, in seiner Ausstrahlung, in seiner Art, dass den Kindern Vertrauen schenkt, in diese fremde Arme, auf diesen fremden Schoß sich hinzusetzen. Und Kinder haben ein sehr feines Gespür dafür, als wir unsere Tagesmutter gesucht haben für unseren Ben und wir dann bei Kerstin angekommen sind, die unsere Tagesmutter bzw. Bens Tagesmutter ist. Und beim Kennenlernen saßen wir zusammen alle auf dem Boden in diesem Spielzimmer
um zu schauen, ob das so passt. Und du als Eltern achtest natürlich auf alles. Ne? Und du schaust, und wie ist diese Frau? Weil immerhin gibst du dein Kind dort über Stunden lang jeden Tag ab. Und wir saßen da schon so eine Weile, einige Minuten, und Ben hat angefangen zu spielen mit den Spielsachen dort. Und auf einmal nimmt er ein Buch und läuft zu Kerstin, die Frau, die er zum ersten Mal sieht, und setzt sich auf ihren Schoß, und Kerstin und er schauen sich ein Buch zusammen an. Und da war für mich sofort der Drops gelutscht. Für mich war es sofort klar, die Frau ist es. Die Frau hat etwas in sich, das den Kindern signalisiert, hier darfst du sein, und etwas ganz Liebevolles, Liebenswürdiges. Und so schön, so rauszulesen aus diesen Texten, dass Jesus so eine besondere Ausstrahlung hatte. Und nicht umsonst spricht das Evangelium ständig davon, dass das, was uns Christen ausmacht und zu das wir hineinverwandelt werden, Liebe ist. Paulus sagt, und wenn ich all die anderen Sachen könnte, aber Liebe nicht hätte, und Liebe verwandelt mein Wesen zu etwas Wunderschönem, die Ausstrahlung ändert sich. Und das sehen wir bei Jesus, und es ist so schön, wie er sagt, lasst sie eben zu mir kommen. Und dann heißt es, und er legte die Hände auf sie und segnete sie. 14b, noch davor, sagt er, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Und das ist jetzt der Part, wo er wieder zu den Erwachsenen spricht, zu uns, die wir theologisieren, die wir ganz tief in Wahrheit drin sind, in Wissen und in biblischen Kenntnissen. Und die Adventisten sind ja auch sehr bekannt dafür, dass sie ein fundiertes Bibelwissen haben. Und jeden Samstag treffen wir uns in unseren Bibelgesprächskreisen und vertiefen das Jahr für Jahr. Jahrzehnte für Jahrzehnte wissen wir immer mehr und lesen die Bibel und sind ganz tief darin. Eigentlich ein Abbild derer, die vielleicht da auch mit versammelt gewesen sind. Und jetzt spricht er zu uns und sagt, genau für solche wie die ist das Himmelreich. Und dann sagt er weiter, wer das Reich Gottes nicht eben annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Somit dreht er den Spieß um und sagt, schaut her, hier ist etwas bei den Kindern, Eigenschaften, die die Kinder haben, die vielleicht wir im Erwachsenenalter verlieren und wir uns wieder aneignen dürfen oder aneignen sollten. Und von ihnen lernen sollten, um Anteil zu haben am Reich Gottes. Und ich finde es so schön, dass er in diesen großen theologischen Schwerkampf, in diese Tiefe hinein, das Kind in die Mitte stellt und sagt, werdet wie die Kinder. Was ist das? Welche Eigenschaften sind das? Und darüber habe ich längst wieder neu nachgedacht, auch als junger Vater. Und drei Eigenschaften habe ich rausgenommen, die ich mit euch kurz teilen möchte. Die eine Eigenschaft ist die, dass die sehr wohl wissen, die Kinder, dass sie nichts aufbringen. Dass sie gar nichts haben, was sie geben können und aufbringen können. Sie sind nur da zu empfangen. Und ich glaube, dass es eine sehr tiefe Eigenschaft ist, in die uns Jesus hineinholen möchte, zu sagen, versuch nicht immer zu geben und zu leisten, wie alle anderen Religionen, und auch versuchen, das zu vermitteln, was du zu leisten hast, zu sagen, gar nichts hast du zu leisten, sondern hör mal auf, in diesen Leistungsmodus zu denken und komm mal hinein in die Wahrheit und in die Erkenntnis, dass du eigentlich gar nichts aufbringen kannst, weil was könntest du dem allmächtigen Schöpfer schon aufbringen, was er haben oder brauchen könnte von dir? Sondern komm doch einfach mal wie dieses Kind nach vorne. Wohlwissend, dass ich nichts geben kann und nur empfangen kann. Dass wir in diese Beziehung hineinkommen, in unserem Glauben hinein, dass wir immer ständig mit leeren Händen vor Gott stehen eigentlich. Und dass er nichts anderes verlangt als die Selbsterkenntnis in uns, dass das alles ist, was wir eigentlich haben. Und dass das genau genug ist. Erkenne, dass du nichts aufzubringen hast. Es ist auch ein Stück eine Entlastung. Das andere ist die völlige Abhängigkeit. Kinder wissen sich in der völligen Abhängigkeit. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Und der dritte Punkt ist der, dass sie daraus auch ein Gehorsam und ein Vertrauen schaffen. Auch wenn Ben jetzt 2 Jahre alt ist und immer mehr in so ein Ungehorsam verfällt, aber es ist völlig natürlich, habe ich mir sagen lassen, auch wenn es dann manchmal doch herausfordernd ist, ist doch grundlegend ein Grundgehorsam in ihnen gegeben. Wenn der Vater
oder die Mutter was sagt, das auch zu befolgen, weil es eben der Vater oder die Mutter auch sagt. Und er weiß sich in dieser Abhängigkeit, er weiß schon von klein auf, dass wir uns um ihn kümmern, dass wir ihm Essen geben, dass wir ihn anziehen, dass wir ihm die Windeln wechseln, noch, ja, trägt er Windeln und so weiter. Er weiß darum, da baut sich ein Verständnis schon in einem so kleinen Kind auf, in die Rolle, in die er hineinkommt, der Abhängigkeit zu wissen, da bin ich, das ist mein Platz. Und ich glaube, dass Jesus uns aufruft, selbst diese Erkenntnis zu haben als Erwachsene. Dass wenn du in deiner Beziehung mit deinem Vater, mit deinem Gott lebst, dass du um die völlige Abhängigkeit von ihm weißt. Völlig gemeint, dass du keine anderen Sicherheiten hast, bedeutet natürlich, kannst du Sicherheiten dir aufbauen, Altersvorsorge etc. pp. Aber dass es alles letztlich Schall und Rauch ist, weil es morgen wieder weg sein kann, dass nur eine Krise kommt, irgendwie eine Finanzkrise hier oder da. Und dass wir wissen, dass unsere eigentliche Abhängigkeit und unser eigentliches Fundament Gott selbst ist. Wo Jesus sagt, was kümmert ihr euch um das Morgen? Wisst doch, dass euer Vater alles weiß, was ihr benötigt. Und dass wir in diese Abhängigkeit hineingehen und die auch zum Ausdruck bringen und in unseren Gebeten auch aussprechen und sagen, Vater, ich weiß mich abhängig und ich möchte mich auch nicht nur wissen in dieser Abhängigkeit, sondern auch damit leben. Also in diesem Bewusstsein sein, dass ich es bin und ich mich da auch hineinfallen lasse. Ich glaube, eine tiefe Botschaft, die Jesus uns immer wieder und auch den Jüngern, wir lesen sie aus den Evangelien, immer wieder versucht hat mitzugeben, zu sagen, versucht euch frei zu machen von falschen Sicherheiten und fangt an zu lernen in diesen tiefen Abhängigkeiten, die ihr bei Gott selbst findet. Und was auch immer das bedeutet, wie auch immer groß du diese Schritte gehst. Aber alles beginnt mit dieser Zusage von mir selbst zu sagen, Vater, ich weiß mich abhängig von dir und will darin leben und will und weiß damit auch, dass ich dich brauche. Ben braucht uns. Und dieses Brauchengefühl, dass es sich in unserem Herzen etabliert, dass ich, wenn ich morgens, abends, mittags, wann auch immer ich in mein Gebet gehe, dass ich weiß, Vater, ich brauche dich und ich habe dich, aber ich brauche dich. Und dass darin etwas Schönes ist, in dieser Abhängigkeit zu sein, weil sie auch frei macht, weil er sich um viele Dinge kümmert. Und er sagt, ich kümmere mich drum, werd frei davon, leg sie vor mich und wisse darum, dass ich derjenige bin, der dir gibt, was du brauchst. Und eben, dass dieser gewisse Gehorsam und Vertrauen daraus wächst, zu sagen, ich folge dem, was du mir sagst und was dein Wort ist, mache ich zu meinem Wort. Ich stelle mein Leben unter dein Wort. Also ich glaube, dass hier diese Aspekte eben da sind, was wir von den Kindern lernen können, was für sie so natürlich ist und wir als Erwachsenen irgendwo unnatürlich ablegen aus irgendwelchen Gründen, dass Jesus ganz bewusst uns da wieder hineinruft zu sagen, lernt von den Kindern und werdet wie sie in der Beziehung zu eurem Vater, damit ihr die Fülle dessen, was Gott für euch bereithält, auch erleben dürft. Und er geht sogar so weit zu sagen, denn genau für solche ist das Reich Gottes bestimmt. In Vers 15, wenn er sagt, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, kommt ganz viel zum Ausdruck. Annehmen ist etwas, was dir gereicht wird. In diese leere Hände hinein. Und dass du verstehst, dass du genau so vor deinem Gott sitzt und dass ich jeden Tag im Gebet sage, Vater, danke, dass ich annehme, was du für mich bereithältst, dass alles von dir kommt, dass alles Gnade ist, dass alles Segen ist, dass du alles bereithältst und dass ich einfach darin wandeln darf, mit dir zusammen. Wisst ihr, um nochmal zu Ben zu sprechen zu kommen, er weiß, dass er einfach nur mein Sohn ist und dass ich sein Vater bin. Und er lebt einfach in dieser Beziehung, Kind, Vater und Mutter. Aber ich klammer sie jetzt mal aus, weil ich von mir spreche. Und er lebt einfach darin. Ben wird sich nicht eines Tages hinsetzen und anfangen zu philosophieren und nachzudenken über seinen großen Vater.
der ja nicht ist. Er wird nicht da sitzen und sagen, okay, lass uns Bücher schreiben, ganz viele Bücher darüber, wie Christian ist. Sondern er lebt einfach nur in der Beziehung mit mir. Und diese Beziehung lebt von Zeit, die wir verbringen, lebt von Vertrauen, das er wächst, und lebt von Liebe, das gegeben wird. So viel Liebe und Annahme. Und alles, was er über seinen Vater zur Zeit weiß, ist, dass er ihn liebt und dass er mein Vater ist. Und darin findet er sein völliges Dasein. Und das ist alles, was er braucht. Einfach sein in der Beziehung zu mir und zu Verena. Und Jesus spricht das ganz bewusst an. Und Jesus ist auch derjenige, der anfängt, von Gott im Himmel als den Vater zu sprechen. Denn er weiß, dass er der Sohn Gottes ist. Und er weiß, dass wenn er der Sohn ist, dass er der Vater ist. Und er lebt in dieser tiefen, innigen Beziehung zu Gott. Und diese Idee, diese Vorstellung, diese Wahrheit bringt er jetzt den Menschen nahe. Und sie ist ganz neu für sie. Weil bis dahin war immer die Beziehung eher Gott-Mensch. Gott-Mensch. Und was sagt Gott über die Menschen, was sollen die Menschen machen für Gott und wie ist da dieses Verhältnis zu verstehen? Und jetzt geht Jesus einen ganz anderen Schritt weiter und sagt, das ist mir zu weit. Die Wahrheit, die dahinter steckt, ist viel, viel tiefer und viel näher. Er ist Vater und du bist sein Kind. Und führt eine Nähe dadurch zustande, die viel mehr ist als Gott und Mensch. Und versucht uns einzuladen und die Zuhörer einzuladen, auch zu uns. Fangt an, Gott als euren Vater zu sehen und als euren Vater auch anzusprechen. Ich weiß von einem Bruder, das ist schon Jahre, Jahre her, der ist im Waisenhaus aufgewachsen, hatte nie einen Vater. Und da war immer diese Vaterfigur ganz stark gestört. Um da jetzt nicht einzutauchen, dann müsste ich eher Gunnar nach vorne bitten, die könnte da viel mehr darüber sagen. Und er sagt, er hat Schwierigkeiten damit, Gott als Vater zu sehen und ihm solchen zu begegnen. Und dann hat er sich andere Bilder gemacht, der Herrscher, der Gierende, wie auch immer. Das sind ja auch Bilder über ihn. Und ich habe ihm nahegelegt, versuch's trotzdem mal in dieses Bild hineinzukommen. Und irgendwann mal ist was durchgebrochen. Und irgendwann mal ist etwas hineingezopft in sein Herz hinein und es öffnete sich etwas, was tiefe Nähe erzeugte und er auf einmal wieder einen Vater hatte, den er zuvor nie hatte, als Mensch, als heranwachsender Junge. Jesus weiß darum, was unsere Herzen brauchen und deswegen versucht er uns nahezulegen, zu sagen, schaut auf mich, ich lebe in dieser tiefen Beziehung zu ihm und lebt auch ihr darin. Er ist euer Vater und ihr seid eure Kinder. Die Frage, die sich aber noch stellt, und das ist noch ein zweiter Gedanke, den ich mit euch teilen möchte, und den finden wir im Galaterbrief wieder, weil dort Paulus das zum Ausdruck auch bringt. Galater Kapitel 3 und danach 4 ist: Was bringt mich in diese Beziehung hinein? Weil ansonsten kann es auch sehr abstrakt bleiben. Okay, ich habe jetzt ein neues Bild, ich soll ihn als Vater sehen und es kann abstrakt auch bleiben. Gibt es irgendetwas, was mich da hineinbringt, wahrhaftig, dass sich diese Beziehung aufbaut zwischen mir und ihm und dass da etwas entsteht und lebendig wird? Lass uns mal hineinschauen, was hier zum Ausdruck kommt. Galater 3, die Verse 26 bis 28. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, nämlich Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Durch die Taufe. Und was Jesus hier zum Ausdruck bringt, ist zu sagen, warum ihr
ihn als euren Vater ansprechen könnt und warum er euch zum Vater wird, er, der euch geschaffen hat, der Grund ist sehr simpel, weil ich sein Sohn bin und er mein Vater ist und weil ihr alle, die ihr getauft seid, zu mir gehört. Ihr habt ein neues Gewand angezogen, ihr gehört jetzt zu meinem Leib, ihr seid meine Brüder und Schwestern und ihr gehört zu mir und weil er mein Vater ist, ist auch er euer Vater. Ich bin euer Bruder. Hier hinein nehme ich euch in diese tiefe Himmelsbeziehung mit hinein. Ich gehöre zu Christus, darf ich mir sagen. Und weil ich zu Christus gehöre und weil er der Sohn Gottes ist und weil der Vater sein Vater ist, sagt die Bibel jetzt, dass wir alle Kinder Gottes werden, weil wir zu Christus gehören, durch Jesus Christus selbst und durch die Taufe. Das heißt, wenn du vielleicht heute da sitzt oder auch zu Hause am Computer oder am Bildschirm und du auf einmal merkst, dass dieser Wunsch bei dir wächst, zu sagen, ich möchte in diese Beziehung eintauchen, ich möchte sehen und erleben, wie Gott zu meinem Vater wird, ist, dann ist die Antwort die, sag ja zu Jesus, glaube an ihn, sagt Apostel Paulus, lass dich taufen und werd ein Kind Gottes und erlebe, was es bedeutet, dass er dein Vater wird. Und dann geht er aber noch einen Schritt weiter und hier wird es dann ganz konkret in 4 Vers 6 und damit komme ich auch dann zum Ende der Predigt. Galater 4, Vers 6, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, und es ist so ein spannender Vers, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Nochmal, einfach damit es mal kurz so durchsackt bei uns. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott selbst den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Gott selbst hat durch deine Taufe, durch dein Glaubensbekenntnis, durch deine Nachfolge, durch deine Herzenswandlung, dadurch, dass du gesagt hast, ich möchte neu geboren werden, ich möchte ein neues Herz haben, ich möchte mein altes Leben zurücklassen, mein sündiges Leben zurücklassen, ich möchte den guten Weg gehen, nicht mehr den bösen Weg gehen. Dadurch, dass du dein Herz geöffnet hast und nach Jesus gegriffen hast und mit Jesus eins wurdest durch die Taufe und du gestorben bist und neu geboren wurdest und dein Herz neu war, konnte dein Herz empfangen, den Geist, und wer hat ihn gesandt? Gott selbst hat den Geist Gottes jetzt in dein Herz gelegt. Und was macht der Geist da? Er betet. Es ist der Geist, der ständig im Gebet ist. Weil vor dem Thron Gottes, sagt die Bibel uns, ständig Anbetung ist. Ständig Gebet ist und Gott ständig angebetet wird aus dieser Freude und aus dieser Fülle heraus, dass er der Gute ist. Und dass das Gute von ihm kommt und dass das Leben von ihm kommt. Keiner ist dort oben und betet an, weil er muss, sondern aus tiefen Liebe und Annahme stehen sie einfach nur da und sagen, heilig, heilig bist du. Wir haben es gerade eben gehört aus der Offenbarung. Und jetzt wird dieser Geist Gottes hinein, durch Gott selbst hineingelegt, den Geist Jesu in unser Herz hinein. Allein dafür ist schon Gott zu preisen, dass er seinen Geist in uns hineinlegt und dass dieser Geist aus uns heraus ständig am Beten ist und sagt, aber Vater. Und ich bin jedes Mal tief bewegt, wenn ich die Worte lese, wie Jesus selbst im Gebet ist und ausspricht, aber Vater, spätestens als er in Gethsemane war und er in dieser Tiefe, und wir lesen und hören raus, diese tiefe, innige Beziehung, in der er ist, weil er gefüllt ist mit dem Geist, der ständig diese Nähe aufbaut und sagt, er ist dein Vater. Hier ist ganz, ganz viel Nähe, Liebe, Annahme, Beziehung. Und auf einmal fängst du an, aus deinem Herzen an zu beten und zu sagen, aber Vater. Und falls du noch nie so gebetet hast, falls du ihn immer anders genannt hast, Gott, du kannst es auch weitermachen, aber hier ist nur eine Einladung dazu, es mal auszuprobieren und einfach das auszusprechen und zu sagen, aber Vater, mein Herz gehört dir und ich liebe dich von ganzem Herzen. So wie ein Kind mit seinem Vater spricht.
Mein Sohn weiß nicht viel über mich. Er weiß nichts von meiner Geschichte. Er hat keinen Tiefgang dessen, wer ich bin. Aber was da passiert ist, er schaut mich an. Wenn er so auf dem Wickeltisch oder so liegt, ne, jetzt kommen wir uns ganz nahe von Angesicht zu Angesicht. Und dann manchmal, einmal hat er seine Hände genommen und mir so an die Backen gelegt und meinen Kopf zu sich gezogen und schaut mir tief in die Augen mit seinen blauen Augen und sagt, Papa, ey, da zerschmilzt alles in mir. Aber das ist alles, was er weiß. Und es ist gar nicht so viel Wissen als Sein. Ich bin sein Vater und er sagt, und in diesem Papa ist so eine Tiefe. Und ich schaue ihn an und sage, mein Sohn. Und da passiert ganz viel Austausch, das mit Worten und mit dem Kopf nichts zu tun haben, sondern mit dem Herzen und ganz, ganz viel Nähe. Und genau dazu lädt uns Jesus ein, zu sagen, werdet wie die Kinder und nehmt euch euren Papa ganz nah ran und schaut ihm tief in die Augen und sagt, Abba, Vater, danke, dass du mich nach Hause geholt hast, dass ich dein Kind bin und dass dein Geist in mir lebt und dass dein Geist betet und ich klinge mich ein in dieses Gebet und gemeinsam beten wir im Geist, bete ich dich an, du, der du mein Vater bist und ich dein Kind sein darf, der dir gehorsam ist, der dir vertraut, der nichts zu bieten hat. Einfach nur zu sein und zu sagen, Vater, hier bin ich. Danke, dass du mich füllst mit all deinem Segen, den du mir gibst. Danke, Jesus, dass du uns die Hände auflegst, dass du uns anhauchst und den Segen aussprichst, aus dem wir heraus leben. Amen. Sure.
Ich lade euch ein, aufzustehen für ein gemeinsames Gebet. Vater, hab Dank für all den Segen, den wir von dir empfangen. Danke, dass du, großer Gott, uns zu deinen Kindern machst. Und wir eine tiefe Beziehung mit dir eintreten dürfen und dich Vater nennen dürfen. Danke für all den Austausch, der da passiert, der nicht mit Worte zu fassen ist. Danke, dass du deinen Geist, den Geist Jesu in uns hineinlegst, der ständig im Gebet ist und wir damit einklingen und dich anbeten. Vater, hab Dank, dass du diese Gemeinde segnest, dass wir genauso wie die kleinen Kinder ständig zu dir kommen dürfen und den Segen empfangen aus all deiner Liebe. Für all das, Vater, was du bist, preisen wir dich. Für all das, was wir durch dich sind und sein dürfen, preisen wir dich. Hab Dank, dass wir in diesem Gottesdienst dir die Ehre geben mit all den Gaben, die du eingesetzt hast. Hab Dank für den Tag, hab Dank für den Schutz mit unseren Familien, egal wo sie sind. Dass du mit all denen bist, die heute nicht da sein können. Und dass ganz viel Segen da ist, unerschöpflicher Segen, den du ausgießt. Wir weihen uns als Gemeinde dir immer wieder neu, folgen dir nach und sagen, Herr, hab Dank, dass du uns zu unserem Vater führst. Im Namen Jesu. Amen. Ihr dürft euch nochmal setzen. Ein herzliches Dankeschön an unsere Musikerinnen und Musiker. Das hat mich so berührt, das Lied. Das hat mir wieder deutlich gemacht, wir sind Kinder des großen Königs. Und manchmal vergessen wir das im Alltag, aber es ist so. Danke auch, Christian, dass du uns nochmal nahegebracht hast, was es bedeutet, dass Gott unser Vater ist. Dass wir einen Vater haben, der immer bei uns ist, der uns trägt, ob in Freude oder Leid. Jetzt sind wir fast am Ende unseres Gottesdienstes angekommen und ich möchte euch ganz herzlich für nächste Woche zum Gottesdienst am Sabbat einladen. Um 10 Uhr finden die Bibelgespräche wie immer statt und um 11 Uhr hier oben der Predigtgottesdienst. Seid also herzlich eingeladen. Ich wünsche euch eine gesegnete, schöne Woche. Und für heute erstmal einen ganz wunderbaren, lustigen, fröhlichen, gesegneten Nachmittag, entweder an der Alster oder aber wo auch immer ihr seid, vielleicht könnt ihr nicht hier sein, genießt es einfach, diesen wunderbaren Tag, den Gott uns geschenkt hat. Herr, wohin sollten wir gehen, wo auf der Welt fänden wir Glück? Mit dem Lied Nummer 412 beschließen wir unseren Gottesdienst. Und ja, ich bitte euch dazu aufzustehen, aber vielleicht brauche ich es auch gar nicht mehr. Wohin sonst sollten wir gehen?
Und der Friede Gottes, der höher ist als jegliche Vernunft, bewahre eure Herzen und euren Sinn in Jesus Christus. Amen.